Aktuell ist Modelmama Heidi Klum, 45, endlich wieder mit einer neuen Staffel Germany's Next Topmodel im TV. In der dritten Folge wurden die Zuschauer allerdings vor ein Rätsel gestellt. Von Kandidatin Sarah fehlte plötzlich jede Spur. Seit dem 4. Februar ist Chefjurorin Heidi Klum in der 16. Staffel von Germany's Next Topmodel wieder auf der Suche nach einem Mädchen, welches das Gesamtpaket und das Zeug dazu mitbringt. Deutschlands nächstes Supermodel. Nachdem in der dritten Folge am vergangenen Donnerstag, 18. Februar, schlussendlich Kandidatin Nana ihren Koffer packen und nach Hause reisen musste, wunderten sich Zuschauer der Show zusätzlich über eine andere Sache. Eine der Kandidatinnen schien spurlos verschwunden zu sein. Ohne Erklärung war GNTM-Anwärterin Sarah nicht mehr im TV zu sehen. Doch was ist der Grund hinter dem plötzlichen Verschwinden der Blondine? Im Nachhinein verkündete der Sender ProSieben den Grund, warum diese Staffel GNTM in Zukunft ohne Sarah weitergehen werde. In einem Zusammenschnitt erklärt Sarah, warum die Reise bei der Castingshow für sie enden muss. Demnach habe sich die Studentin dazu entschlossen, freiwillig die Heimreise anzutreten. Sarah erklärte, gegenüber ihren KonkurrentInnen gab Sarah ihre Bedenken zu: "Ich weiß, dass ich nie so abliefern kann beim Shooting, wie es erwartet." Zwar versuchten die anderen KandidatInnen die Stuttgarter noch zum Bleiben zu überreden, der Entschluss schien aber bereits festzustehen. Und so teilte sie auch Jurychefin Heidi Klum ihre Entscheidung mit: "Ich fühle mich nicht mehr zu 100% wohl und ich denke, das hat man auch gemerkt." Modelmama Heidi zeigte sich zwar überrascht, aber reagierte verständnisvoll: "Das ist deine Entscheidung, dann muss es die richtige Entscheidung sein. Ich wünsche dir alles Gute."